Wie eine Lichtgestalt sei sie herabgestiegen. Von ganz oben, zu den Armen, zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft, kurz zu all denen, die keinerlei Hoffnung mehr haben. Schritt um Schritt sei sie nach unten gestiegen, auch über die Grenze hinaus, über die keiner hinausgehen darf, der wieder zurück will. Sie habe das Elend bekämpft, wissend um die Hoffnungslosigkeit dieses Kampfes. Immer weiter sei sie nach unten gestiegen, bis sie mitten unter ihnen lebte, bis sie selbst vom Aussatz befallen war. Bis zum bitteren Ende sei sie hinabgestiegen. Er folgte ihr, obwohl er ahnte, dass sie ausgerechnet dem reichen Kaufmann, seinem ärgsten Feind, als Lockvogel diente. Aber zu süß war ihre Verlockung, zu raffiniert ihre Verführungskünste, als dass er hätte widerstehen können. Einige Erzähler mutmaßten sogar, sie habe über magische Kräfte verfügt. Wie dem auch sei, er war ihr schon nach kurzer Zeit verfallen und kaufte willenlos alles, was sie von ihm verlangte, auch nachdem er längst kein Geld mehr besaß. Als er endlich aus seinem schönen Rausch erwachte, war er tief verschuldet, und sie war spurlos verschwunden.
Als der Sohn Gottes die Pforten des Todes aufgebrochen hatte, soll vor Begeisterung ein großer Tumult im Himmel ausgebrochen sein. Kometen schossen durchs All, Gestirne platzten, das Firmament wurde von kosmischen Blitzen durchzuckt. Das Sternenzelt leuchtete wie bei einem himmlischen Fest, zu dem alle Engel und Engelsfürsten geladen waren. Man sollte meinen, alle Menschen hätten das bemerken müssen und sie hätten sich vor Furcht in Höhlen verstecken müssen. Aber all das geschah in so kurzer Zeit, dass es kaum jemand wahrnahm. Nach dem Friedensschluss hatten sich die Musiker beider Völker zusammengefunden, um zum Tanz aufzuspielen. Man spielte abwechselnd Tänze beider Völker. Die Musiker zeigten einander die Melodien, die Tänzer die Schritte und Figuren. Schon nach wenigen Tagen war die Stimmung derart ausgelassen, dass ein paar Gruppen versuchten, Tänze beider Völker zu mischen. So fantasievoll und fröhlich wie diese Begegnungen hört sich die neue Musik an. Und es ist gar nicht leicht, dazu zu tanzen. Dennoch, aller kunstvollen und schwierigen Wendungen zum Trotz, wurden diese Tänze vom Volk begeistert aufgenommen und gepflegt.